Ja, Oberland Arms hier. Jungs, wie schaut's aus? Wollt ihr mal vorbeikommen und bei uns auch ein Video machen? Alles klar, ich freue mich. Mit dem Chef höchstpersönlich. Und wir bauen heute ein Rohr 15. Okay, dann geht es jetzt ums Eingemachte. Wir sind jetzt tatsächlich hier mit dem Chef von Oberland persönlich und bauen mit ihm ein Gewehr zusammen. Genau. Das wird ein Oberland Arms Premium M4 aus der Superleicht-Serie. Das sich, wie der Name schon sagt, dadurch auszeichnet, dass es einfach super leicht ist. Nämlich komplett montiert, ohne Magazin, 2,8 Kilo leicht. Es dürfte eines der leichtesten Selbstladegewehre auf dem europäischen Markt sein. Wir haben schon gestaunt. Alles wirklich wahnsinnig federleicht. Ja. Der Lauf erkennt man natürlich auch durch diese spezielle Kontur. Der ist halt einfach geringer vom Gewicht. Genau. Die Amerikaner nennen das Pencil Barrel, die sich eben dadurch auszeichnen, dass sie sehr, sehr dünn sind. Die Gewichtsersparnis bei der Waffe kommt vor allen Dingen dadurch zustande, dass wir natürlich das schwerste Element der Waffe, nämlich den Lauf, leichter gemacht haben. Und die Waffe schießt trotzdem sehr präzise, weil einfach die Laufqualität sehr gut ist. Wir verarbeiten ja bei allen unseren Waffen nur Lothar-Walter-Läufe, was an sich schon ein Qualitätskriterium ist. Bei den PR-Waffen von uns kommen nur die LW50 Edelstahlläufe zur Verwendung. Und diesen Knopf gezogen, also sehr glatt innen drin, sehr hart und haben auch eine lange Lebensdauer. Und natürlich auch durch das Knopfgezogene ist sehr, sehr präzise. Exakt, ja. Genau. Also wir haben auch hier jetzt eine Drahtlänge von 1 in 7 und ein 5,56er Patronenlage, also sehr munitionsverträglich, auch mit schweren Geschossen. Und haben auch schon sehr gute Ergebnisse damit erreicht. Ja. Also man kann davon ausgehen, dass die Waffe ungefähr eine MOA Präzision hält. Das klingt sehr, sehr gut. Der zweite Punkt, den wir gemacht haben, um die Waffe leicht zu bekommen, ist, wir haben unseren neuen M4 Leichtschaft. Kann man in die Kamera halten. Der wiegt tatsächlich nur die Hälfte von unserem Standard M4 Schaft. Was auch nötig war bei der Waffe, um die Balance gut hinzukriegen, weil ihr aus der Alpenrepublik kennt das beim Steyr AOG. Die Waffe ist sehr hecklastig. Das ist natürlich nicht gut, wenn ich schnell in Anschlag gehen will. Das heißt, wenn ich der Waffe vorne Gewicht wegnehme, wenn ich die Balance halten will, sollte ich dann die Waffe hinten auch leichter machen. Und dadurch habe ich natürlich vorne Gewicht und hinten Gewicht weggenommen. Und die dritte Maßnahme ist das, wenn man das mal schaut, der fliegt fast so leicht, ist er. Das ist der Mark IV Handschutz von Geisele mit dem M-Lock-Profil. Und der ist auch, wenn man von vorne reinschaut, da ist nicht viel Material dran aufgrund der Kontur. Das ist also ein Standprofil, ein sogenanntes. Es ist sehr, sehr steif, also den wird man nicht verwinden können. Ist er trotz seiner Leichtigkeit sehr robust. Und wir haben. Ja, bitte. Auf jeden Fall. Also das ist ja auch unter anderem bei sehr vielen Special Forces in Amerika eingesetzt, bei den US SOCOM. Die verwenden diesen Handschutz und das wird auch seinen Grund haben und ist bestimmt auch der angesagteste Handschutz derzeit am Markt, oder? Das war mit der Grund, warum wir den genommen haben. Wir haben ja bis letztes Jahr unser ARS-System verbaut, was technisch sehr gut ist, aber eben leider schwer und auch nicht kompatibel zu anderen Handguards und deswegen sind wir hergegangen und haben nach einer Alternative gesucht und haben dann festgestellt, der meist gesuchte und der meist verwendete von Spezialeinheiten Vorderschaft ist tatsächlich der Geisele Super Handguard. Und wir sind auch sehr zufrieden damit, die Kunden nehmen es gut an, kommt gut an, greift sich gut, ist schlank, hat M-Lock-Profil, was ja auch sich gegen das Keymod durchgesetzt hat. Und ich habe aber trotzdem oben eine durchgehende Picatinny-Schiene und ich habe unten rechts und links eine kurze Stück Picatinny-Schiene. Ich werde in den seltensten Fällen noch zusätzlich was anbauen müssen. Wenn ich es brauche, kann ich es tun, ich muss aber nicht.
Denn wenn ich jetzt da, wo es erlaubt ist, Laserlichtmodul oder was anbringen will, das wird eh meistens so weit vorne wie möglich montiert. Das kann ich hier tun. Visierungen kann ich anbringen. Ich kann Schalter für die Laserlichtmodule hier vorne anbringen. Ich komme überall gut ran. Das reicht an sich. Was auch eine Besonderheit ist, wenn man Mitbewerber-Handguards anschaut, die sind alle hier geschlitzt und die werden dann geklemmt, was an sich eine Fehlkonstruktion ist. Denn Aluminium ist nicht flexibel. Wenn ich das jetzt tue, dann drücke ich das Aluminium zusammen und das ist nicht gut, mache ich die Schrauben wieder raus, es gibt nicht wirklich nach, ist ja kein Federstahl. Es ist also eigentlich Quatsch. Das wird hier anders gelöst. Wir haben hier die Rohrhaltemutter, die relativ lang ist, dadurch habe ich eine starke Festigkeit, also was auch gegen Biegungen angeht. Und da sieht man hier diese rundum laufenden Eindrehungen. Und das geht wirklich saugend drüber. Man sieht, es ist ein sehr strammer Sitz. Und es muss also nicht mehr geklemmt werden. Es wird dann lediglich mit zwei, wo habe ich sie? Hier. Da, jawohl, dankeschön. Wird dann also mit zwei Querbolzen gehalten, die hier drin laufen. Und das Einzige, was die machen, ist, dass sie den Handschuss davor bewahren, nach vorne wieder abgezogen zu werden. Und so hält das wirklich wunderbar. Und es ist auch sinnvoll befestigt. Also diese ganzen Klemmungen sind eigentlich Mist. Muss man mal ganz klar sagen. Ich bin ziemlich aufgeregt. Unsere treuen Zuseher wissen das ja, ich bin der Rennfahrer. Ich habe auch nicht alles verstanden, was ihr beiden jetzt besprochen habt. Deshalb freue ich mich, dass du jetzt mit mir die Waffe zusammenbaust. Sehr gerne. Den Martin werden wir einfach alles kommentieren lassen. Ja, Martin wird moderieren, was ich da mache oder versuche zu machen, unter deiner Anleitung natürlich. Du kannst dann mit dem Martin gemeinsam natürlich noch Besonderheiten erklären. Gibt es ja noch mehrere, wie wir vorhin schon gehört haben. Somit. Bauen wir jetzt dein Rennauto zusammen, oder? Los geht's mit Lego. Also während die beiden hier die Kleinteile sortieren für den Zusammenbau, werde ich euch dann jetzt erklären, was wir hier haben. Das sind nämlich sämtliche Einzelteile vom Oberland Arms UR15 Premium Modell. Und damit ihr hier mal seht, was eigentlich alles so Bestandteil einer solchen Waffe ist, haben wir die hier schön aufgelegt. Also wir haben hier die Hauptkomponenten wie Lauf, Verschlussträger, Verschlusskopf, dann die Feder für den Verschlussträger, Handschutzgehäuse, Oberteil oder auch Upper genannt, den Lower Receiver haben wir dann gleich schon auf dem Schraubstock drauf, Schaft und ähnliches. Also im Großen und Ganzen sind es einige Hauptkomponenten und dann die Kleinteile, die jetzt schon sortiert auf der Werkbank liegen, haben wir hier. Und was diese ganzen Teile machen, das wird euch dann Matthias von Oberland Arms erzählen und der baut hier jetzt schon den vorderen Zerlegestift ein. Wie nennt man den im englischen Fachjargon? Takedown, das, oder? Der Takedown-Pin ist der hintere, das müsste der Pivot-Pin sein. Genau. Weiter machen wir den Magazinhalter, wird von der einen Seite eingeschoben. Dann kommt die Feder, die Druckfeder rein. Und dann haben wir hier den Magazinhalteknopf. Da fangen wir meistens an, dass wir ihn einfach mit dem Finger eindrücken. Dann schauen, dass er fast. Dann ist er schon drin. Und dann nehmen wir ein Werkzeug, was ihr alle kennt aus Österreich. Glock-Zerlegewerkzeug wird hier gerne genommen. Eindrücken und reinschrauben. Dann aufpassen, dass er nicht zu weit reingeht. Genau, dann seht ihr das hier. Schau, die Schraube schaut nicht ganz raus auf der anderen Seite. Nach jedem Vorgang immer schauen, ob sich sauber bewegen lässt. Und jetzt kriegt man ja auch schon nicht mehr runter von der Vorrichtung. Man muss eindrücken, dann kann man wieder rausnehmen. Alles klar. Also reinschauen, so greift er rein. Jetzt macht das endlich Sinn. Jetzt macht es Sinn. Dann machen wir weiter mit dem Verschlussfanghebel. Da haben wir hier ein selbstgebautes Werkzeug für, einen sogenannten Pin-Starter. Da wird der Schwerspannstift, der da reinkommt, amerikanisch Roll Pin, wird dort eingesetzt. Bisschen Druck drauf. Zack. Dann ist er da drin. Und dann wird er hinten angesetzt. Dann kommt ein kleiner Schlag, dann ist er drin, ist fest. Dann habe ich die Feder und den Stift dafür, also den Plunger, wie die Amerikaner sagen, ein Drücker. Der kommt unten rein. Zack. Der drückt dann den Verschlussfanghebel raus. Dann habe ich hier den Verschlussfanghebel. Der Spannstift kommt hier rein und der Plunger drückt dann hier gegen. Und dadurch drückt dann hoch. Wenn das Magazin leer ist, drückt so den Verschlussfang nach oben. Drückt man jetzt da rein. Und dann muss man ein bisschen Augenmaß haben, wie weit man den festhält. Und dann gibt man ihm eine mit. Zack, nochmal. Ja, jetzt siehst du schon, jetzt greift er schon und dann schiebe ich ihn an, dann nehme ich ihn runter und um ihn bündig einzuschlagen, kriegt er dann nochmal. So, fertig. So, jetzt ist der
die richtige Entscheidung, dass du das. Siehst du, jetzt ist es hier bündig. Man darf aber nicht zu viel raufhauen, sonst beschädigt man die Beschichtung. Ja. Und so funktioniert er. Von unten kommt dann der Zubringer und löst den aus und so bleibt wird der Verschluss gefangen. Nochmal die Kamera. So. Wenn das Magazin leer ist. Genau. Weiter geht's mit dem Abzug. Wir haben den eigentlichen Abzug. Da kommt rein die Feder dazu. Die wird einfach so draufgeklickt. Zumindest alles deutsche Teile. Okay. Das sind unsere MIM-Formen. Das wird, also die MIM-Formen machen wir nicht hier im Hause, aber das ist nach unseren Zeichnungen gemacht. Die sind nach Milspec und wird in Deutschland Metal Injection Molded, werden diese Abzüge gemacht. Ich glaube, das alles machen nicht sehr viele. Cool. Genau. Und vegan ist es auch alles. Natürlich. Ich suche meine Unterbrecherfeder. Da ist sie. Das ist die Unterbrecherfeder, die kommt rein. Das haben wir übrigens auch vereinfacht. Die Amerikaner haben da eine andere Feder drin. Wir benutzen die gleiche Unterbrecherfeder wie für den Verschlussbahnhebel. Okay. Die Federn werden auch hier um die Ecke gewickelt. Also auch toll. Regional. Bio. Regional, genau. Dann haben wir hier den Unterbrecher. Der wird so eingesetzt. Sieht man, da ist die Achse drin und der passt auf, dass die Waffe eben nicht Dauerfeuer schießt. Wenn ich die Teile, die Baugruppe so zusammen habe, dann lasse ich das da drin verschwinden. Mhm. Und dann habe ich hier die Abzugsachse. Die hat zwei kleine Kerben rundum laufend. Die sind wichtig. Ich sage dir auch warum. Wenn ich die jetzt an mich reinschiebe, wird nachher die Hammerfeder da drauf liegen und aufpassen, dass der nicht seitlich abhauen kann. Mhm. Und die hier, die Kerbe ist dafür da. Da ist nämlich im, wo sieht man es? Wenn man von so drauf leuchtet, da ist hier eine sogenannte J-Spring drin, die heißt so, weil sie wie ein J geformt ist und die schaut zum Teil da in die Achse rein und da rastet die mittlere Kerbe ein und stellt sicher, dass die Achse nicht seitlich auswandern kann. Alles ganz wenig Bauteile, alles ganz clever gelöst. Beim Eindrücken muss man ein bisschen fummeln, da hält man den, man zieht ihn am Abzugszügel nach unten, dann schaut man, dass er drin ist, wackelt ein bisschen am Unterbrecher und schon ist es drin. Mhm. Und jetzt könnte man die Achse noch hin und her rausschieben. Sobald die Feder dann eingebaut ist, hält es die Achse fest. Wird gerne übrigens falsch rum eingebaut, also die Federn. Mhm. Vor allen Dingen die hier. Die wird auch wieder einfach drüber gestülpt. Zack, dann ist die fest. Und so macht sie halt den Druck, dass der Hammer nach vorne haut. Und jetzt schau, jetzt drückt man die zusammen. Und jetzt liegt es schon oben drauf. Jetzt muss ich nur einmal kurz. Du kannst von der anderen Seite drauf schauen, weil wir müssen Platz wechseln. Weil ich muss das jetzt einmal so halten. Da braucht man ein bisschen Kraft in den Fingern, dann kann man das so halten, dann kommt er rein, zack, und den drücke ich jetzt rein und das letzte gebe ich ihm immer mit dem Hämmerchen und schon ist es drin. Und jetzt kann nichts mehr abhauen. Wenn ich jetzt den spanne, prüfe ich das immer, zack, wenn ich jetzt den Abzug gehalten, also durchgezogen halte, darf, muss der Unterbrecher den Abzug, den Hammer halten. Jetzt lasse ich los, dann wird es Klick machen, klack, und jetzt ist er in der Feuerraste und jetzt lasse ich los, also ziehe nochmal und dann löst er aus. Okay. Das ist der Test für den Hammer und den Abzug für die Abzugseinheit. Das machen wir bei jeder Waffe natürlich so. Mhm. Also das Prinzip ist immer so, wir bauen es ein und überprüfen es sofort. Da merkt man immer gleich, ob irgendwas nicht funktioniert oder nicht ins Beck ist. Und alle Sachen, die nicht funktionieren, werden sofort aussortiert. Dann haben wir hier die Sicherungswelle. Da habe ich den einen Hebel habe ich schon montiert. Da kommt jetzt, bevor wir ihn einbauen, ein kleiner Klecks Fett drauf. Nachher werdet ihr auch sehen, warum. Das hier ist nämlich die Steuerkulisse, wo der kleine Drücker dann drin hat. Das ist von der sorgt dafür, dass es dann noch rastet, die Sicherung. Ja. Kommt von der Seite rein, muss man den Hammer spannen, sonst geht es nicht. Kann man den reintun. Jetzt drehen wir die Waffe um und schmeißen in das dafür vorgesehene Loch den kleinen Drücker rein. Zack. Und weg ist er. Okay. Jetzt haben wir hier den Griff, da kommt rein, also das Ding muss von der Feder runtergedrückt werden, oder rauf in dem Sinn, weil es ist ja eigentlich andersrum, und die Feder kommt hier in den Griff rein. Und wenn es dann montiert ist, drückt das da drauf. Erkannt? Verstanden, ne? Damit die nicht rausfällt, machen wir immer ein klitzekleines bisschen Fett drauf, verklebt er da drin und fällt nicht raus beim Montieren. Ich sehe, du hast schon ein, zwei Gewehre zusammengebaut. Ja, so. Könnten auch vier oder fünf gewesen sein. Wir gehen übrigens auch her, bei uns wird kein Gewinde trocken geschraubt. Wir machen immer ein kleines bisschen Fett drauf, dann kommt hinten die Schraube rein, zack, und jetzt stülpt man das drüber und dann schraubt man das zu
und achtet natürlich darauf, dass die Feder auch wirklich in dem Loch verschwindet, weil sonst hat sie ja keine Funktion. Wenn man das in großen Stückzahlen macht, geht es natürlich auch mit dem Akkuschrauber, mit dem entsprechenden Aufsatz. Ja, ja. Und dann ist das Ding fest, mit Drehmoment auch. Aber jetzt bei einem machen wir es mit der Hand. Machen wir. Genau. Wenn wir das haben, schauen wir, ob das sauber rastet. Ja, tut's. Und jetzt, wo es montiert ist, können wir die andere Seite anbringen. Hier. Es wird einfach draufgeklickt. Zack. Und dann kommt der Haltesplint rein. Ein bisschen Gefummel. So. Und jetzt bräuchte ich ganz kurz. Spätestens jetzt würde der aufmerksame Zuseher bemerken, dass es ein Gewehr wird. Wenn er jetzt den Anfang nicht mitbekommen hat. Wir schützen beim Montieren natürlich immer unsere Oberflächen, wenn wir mit Werkzeug rangehen. Und jetzt wird der. Ihr kennt bei der 1911-Pistole beim Verschlussfanghebel den Idiot Scratch, den Idiotenkratzer, diesen halbmondförmigen Kratzer. Ja. Sowas versuchen wir natürlich zu vermeiden, indem wir einfach. Okay. Die meisten, die hier Waffen montieren, haben ein Stück Klebestreifen da dran, weil das kann man sehr oft wieder verwenden. Alles klar. Okay, jetzt kann man es wieder abnehmen, kann schön prüfen, läuft sauber. Wenn es gesichert ist, geht es nicht los. Wenn ich entsichere, dann geht's. Genau. Jetzt montieren wir den Abzugbügel. Wir haben da was Spezielles. Wir haben da auch eigene Fertigung, ein Kunststoffteil. Und der lässt sich aufklappen ohne Werkzeug. Das Ganze funktioniert so, wir haben zwei Gummi-O-Ringe, die werden rechts und links eingelegt. Muss man nur mal aufpassen, dass sie nicht rausfallen. So, dann kommt der da rein. Das macht ihr recht lange schon so, oder? Von Anfang an, ja. Seit dem Jahr 2001. Kann mich erinnern. Früher waren das Aluteile und mittlerweile spritzen wir sie aus Kunststoff. Okay. Das gleiche Material übrigens wie unsere Magazine. So, das kann man brauchen noch nicht mal Werkzeug für und den kann man da schön aufklappen und zuklappen. Das ist dafür gut, wenn ich jetzt mit Fäustlingen schießen will, kann ich, also wenn es sehr kalt ist am Schießstand, kann ich mit der ganzen Hand reingreifen oder für Jäger. Und man kann es ohne Werkzeug zuklappen. Bei den Amerikanern ist es so, die brauchen ein Werkzeug, können da reindrücken und dann diesen Blechstreifen aufklappen. Mhm. Aber das schmiegt sich natürlich ganz anders der Kontur an, als dieser dünne Blechstreifen, den die ganzen amerikanischen Waffen haben. Das ist viel hübscher. Das sieht ja schon mal sehr, sehr gut aus. Dann haben wir den ganzen Lower Receiver schon assembliert. Fast. Fast. Was noch fehlt, so würde es nicht funktionieren, der Verschluss würde nach hinten abbauen. Da hast du natürlich recht, deshalb haben wir hier unseren Buffer Tube. Jawohl. Den ja auch ja. Selber macht. Ja. Gut, dann brauchen wir noch die Lockplate, die bei uns mit zwei Riemenösen ausgeführt ist. Das ist der Standard, da zahlt man woanders Aufpreis für. Und die Kesselnut. Genau. Die auch wieder mit Drehmomentschlüssel angezogen wird. Das Ganze läuft dann so. Ich drehe erst mit Hand die Kesselnut auf. Und dann kommt die Lockplate drauf. Bevor ich das aber mache, die Lockplate hält hinten eine Feder im Platz und diese Feder wiederum hält den kleinen Drücker hier im Platz. Und der hält den hinteren Zerlegebolzen im Platz, den ich in der Hand habe. Danke. Dafür brauche ich Assistenten. Gut, fangen wir also an mit dem Zerlegebolzen, den stecken wir einfach rein. Da muss man immer darauf achten, da ist diese Rinne drin und in dieser Rinne läuft quasi der Drücker und der passt auf, dass es eben nicht ganz rausfällt am Schluss. Dadurch lässt sich es auch nicht verdrehen. Anfängerfehler ist, das Ding halt schon reinzubauen, dann läuft der Drücker da drauf und dann ziehe ich das raus, der Drücker springt raus und ich krieg's nur mit einem Trick 17 wieder zurückgebaut. Also das Ding rein, dann schiebe ich hinten durchs Loch den Drücker rein, dann kommt die Feder hinterher und jetzt einfache Drehung machen, er lässt sich nicht mehr drehen, wenn ich ihn rausziehe, geht er auch nicht weiter, das heißt, jetzt ist er eigentlich schon fertig. Er funktioniert, genau. Dann habe ich hier den Planger nennt sich der macht das, wenn hier mal das Pufferelement drin ist, was ja den Verschluss und die Hauptfeder hält, das schützt es, dass es nicht vorne rausgeht. Da machen wir auch wieder ein kleines bisschen Fett drauf mit der gleichen Feder, dann haben wir gleich das Werkzeug und dann wird das hier reingedrückt. Genau. Wir schauen immer, ist es gängig, läuft sauber, ganz wichtig. Dann, wie vorhin schon gesagt, bei allen Gewinden ein ganz kleines bisschen Fett drauf, damit man es irgendwann, wenn man es wieder zerlegen will, auch wieder auseinander bekommt. Und dann schrauben wir von hinten das einfach drauf. Da mal aufpassen, dass man die Feder nicht abschert, die da unten ist. Und jetzt muss ich das hier nach unten drücken.
Deswegen auch die Sicherheitsgläser. Damit Martin, bitte aus dem Bild gehen jetzt. Damit man sich das Ding nicht ins Auge schießt. Und wir haben auch anders als viele andere einen Anschlag. Wenn der stoppt, ist es weit genug drin. Dadurch ist das gerade. Jetzt schiebe ich, muss ich aufpassen, dass ich die Feder hinten nicht zerdrücke. Jawohl, die muss gerade sein. Dann kann ich das zudrücken. Und dann mache ich mit der Hand den Handfest zu. Also das kann ich gar nicht falsch einbauen oder einschrauben. Das an sich nicht. Funktioniert nur. Okay. Also wenn man es mal gemacht hat und gesehen hat, ich möchte sagen, dann kann man es, aber dann weiß man zumindest, wie es gehört. Jetzt machen wir den mit Drehmomentschlüssel zu. Achtung. Klick. Er ist zu. Und dann kann man den wieder rausziehen. Genau. Und als vorletzter Schritt kommt der Schaft drauf. Danke dir. Wie gesagt, der schöne neue Superleichtschaft von uns, auch mit Gummikappe hinten drauf. Der hat hier seine, das ist, also hier ist die normale Entriegelung und hier sieht man, wie es sich mitbewegt. Das muss ich dann mit beiden Fingern, braucht ein bisschen Kraft im Finger. So ein bisschen wie bei der Zerlegung von der Glockpistole, nur mit mehr Kraft. Quasi, ja. Für Männer. Und ich sehe schon, der hat hier dann auch diese QD-Riemenaufnahmen. Exakt, an zwei Stellen, einmal hier und einmal dort. Mhm. Und man kann natürlich hier auch noch, wenn man jetzt sehr militärisch unterwegs ist und Geräuschtarnung haben will, kann man da noch einen Sling durchfädeln, wenn man das möchte. Aber das funktioniert eigentlich tadellos und macht auch keinen Krach. Genau, danach müssen wir schauen, wie alles immer auf Gangbarkeit prüfen. Wir haben hier auch, wie es üblich ist, 6 Stufen. Und überall rastet er sauber ein. Genau. Jetzt kommt noch die Feder rein. Das wäre die hier. Das wäre die da. Kleiner Tipp, wir sprühen die mit Kettenhaftspray ein. Nicht, weil die jetzt besondere Schmierung benötigen würde, aber es ist so, dass diese Feder direkt neben dem Ohr läuft. Und wenn ich jetzt schieße, peng peng, die Amerikaner nennen das Twang. Und genauso hört es sich auch an. Also man schießt und macht dann boing neben dem Ohr. Und das Geräusch wird rapide weniger, wenn ich das einfette. Also ich sprühe es kurz ein. Jetzt möchte man es auch nicht mehr anfassen in dem Zustand. Klack. Ist ein H1-Buffer drin, also etwas schwerer als der Standard und gute Funktion. Das ist unser Griffstück. Fertig. Also einmal ein kompletter Lower Receiver zusammengebaut vom Chef höchstpersönlich. Genau. Gut, der Lower ist jetzt fertig, das heißt, wir kümmern uns jetzt um den Upper Receiver. Gehäuseoberteil. Wie du siehst, so kommt es von Beschichten zurück. Das ist Cerakote beschichtet, in, wie vorher schon gesagt, Burnt Bronze. Hier fehlt jetzt natürlich noch was. Bevor wir jetzt den Lauf einbauen können, müssen wir erst, die Amerikaner würden sagen, pre-sammeln, also vormontieren, den Staubschutzdeckel für das Auspufffenster und die Schließhilfe. Das spannen wir ein. Mit Gefühl. Dann haben wir den Staubschutzdeckel. Hier war die Besonderheit, wie ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Die Schraube. Der ist nicht verstiftet, sondern geschraubt. Man kann ihn also nachjustieren. Da ist ein federndes Druckstück drin. Soviel ich weiß, macht das außer uns keiner. Also auch das Blechteil dafür wird extra für uns hergestellt. Da kann man sehen, ist von hinten eingeschraubt. Und sollte es irgendwann mal nicht richtig rasten, kann man es wieder nachstellen. Ich freue mich schon wirklich auf die Untertitel für das Video, wenn ich die zusammenschreibe. So. Wo ist die Feder? Da ist sie. 5 Wochen. Safety Glasses? Ja, sofort. Sicherheitsbrille Sicherheit aufsetzen. Sicherheit geht vor. Was, bin sicher. Hier ist die Feder wieder. Man steckt es also rein, lässt die ein bisschen rausschauen, schiebt die Feder drauf. Dann, Entschuldigung, einmal drehen und festhalten und schieben. Und schon ist es dran. Die Feder, der Schenkel von der Feder rastet hier ein, dass er sich also nicht hin und her schiebt. Und das kurze Stück ist oben. Man muss ihn dann einmal drehen, damit Spannung drauf ist. Und dann rastet schön. Sehr schön. Dann arbeiten wir wieder mit unserem Pinstarter. Das ist hier der Stift. Den setzt man hinten an. Und schiebt den rein. Dann haben wir hier die Schließhilfe mit der Feder dazu. Das hier auch übrigens, das ist federnd gelagert. Das ist das Teil, was, ich zeige mir mal schnell, was das überhaupt macht. Das ist ganz interessant, das wissen nämlich auch die wenigsten. Dafür sind die Rillen da. Damit schiebt man den Verschluss nach vorne, wenn er mal nicht richtig zu sein sollte. Aber eigentlich macht man damit was anderes, das erkläre ich dann aber später. So, wie gesagt, Feder drauf. Richtig rum einbauen. Festhalten. Schon ist er fest. Und final eintreiben.
Fertig. So. Dann habe ich hier. So schaut es aus. Dann haben wir hier eine Spannvorrichtung. Wird hier draufgesetzt. Und. Dankeschön. Zwei Querstifte, die kommen rein. Da habe ich eine schöne Verbindung und kann ich den schön spannen. Und jetzt kommt der Lauf rein, die Seele von der Waffe. Den haben wir schon so weit vorbereitet, der ist also geputzt, sauber gemacht, Gasentnahme ist geschliffen. Die Zuführrampen werden poliert für eine saubere Zuführung. Man sieht also, der ganze Lauf ist wie geleckt, picobello. Auch hier wieder ganz leicht ein Trennmittel drauf, nur ein bisschen. Und dann passt der saugend da rein. Dann auch wieder ein bisschen Trennmittel aufs Gewinde, nicht zu viel. Und dann haben wir hier die vom Geisel der Handguard stammende Rohrhaltemutter übergeschoben und erst handfest angezogen. Und dann wieder unser Drehmomentschlüssel, in dem Fall mit 40 Newtonmeter. Wird angesetzt. Ja, Entschuldigung. Falsch eingestellt. So, jetzt halt nochmal. Das war schon bombenfest. Als nächster Schritt kommt die Gasentnahme drauf. Da auch wieder. Alles, was wir fest zusammenfügen, Trennmittel drauf. Damit, wenn irgendwann mal der Waffenmechaniker in 5 Jahren das Ding wieder zerlegen soll, er nicht mit einem großen Vorschlaghammer draufhauen muss. Dann haben wir hier die Gasentnahme, die hat eine Besonderheit. Und zwar arbeiten wir da mit einem zweiteiligen System. Das sieht so aus. Drehen wir vielleicht mal den Lauf um, dann kann man das besser sehen. Vielleicht mal in die Kamera halten. Die justiert sich selber, also die richtet sich selber aus. Wir haben hier eine Aussparung. Dazu passend einen Zapfen an der Gasentnahme. Das rastet regelrecht ein an der Stelle. Dadurch ist es immer gerade. Man sieht hier schön so ein bisschen, da ist ein bisschen Schmauch außenrum, weil der Lauf schon mal testgeschossen worden ist, wie zentrisch die Gasbohrung in die Gasentnahme reinbläst. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass die Gasentnahme dann durch das Gleiten nach vorne gehalten wird von einer Klammer, die dann vorne aufgesetzt wird, die dann hier in dieser Nut eingreift. Da sind wir, glaube ich, der Einzige, der sowas macht. Also so, und dann kommt vorne die Klammer ran, dann hält das. Ich zeige das jetzt mal, wir montieren das jetzt. Schiebt man über. Zack, jetzt kann also sich nicht mehr verdrehen. Und jetzt kommt die Klammer drauf. Und dass sie sauber einrastet. Das geht ja richtig flott. Warum braucht der Martin immer Tage dazu? Dann habe ich hier eine kleine Schraube, die kommt dann rein. Die muss nicht viel halten. Da ist auch ein bisschen Schraubensicherung schon drauf auf der Schraube. Zack, und dann hält die schon. Und die Madenschraube unten, die hält nicht die Gasentnahme fest, sondern die baut, die zieht, wenn ich natürlich die Schraube reindrehe, drückt es die Gasentnahme gegen den Lauf. Dadurch wird es hier nochmal dichter. Das ist der ganze Gag davon. Na, komm wieder raus. So. Jetzt ist das Gassystem fertig soweit. Jetzt funktioniert die schon. Also jetzt, wenn man sie jetzt zusammenbauen würde, würde sie jetzt schon schießen und auch durchladen. Dann montieren wir den Mündungsfeuerdämpfer. In dem Fall ist es kein Mündungsfeuerdämpfer, sondern ein Austria-Mündungsstück. Es sieht aus wie ein Mündungsfeuerdämpfer, ist aber nicht ganz durchgefräst. Genau. Ist einfach der derzeitigen Gesetzeslage geschuldet. Wir haben hier einen Anschlagring aus Stahl, gehärtet. Und Besonderheit von unseren ist, die sind nitrokarburiert. Also sind, Entschuldigung, nein, die sind Kupikubelschichtet. Nitrokarburiert ist der Verschluss. Extrem hart, glatt. Der Dreck geht wieder ab, also und es gibt keine Macken. Und auch wieder Trennmittel. Regional, biologisch abbaubar, vegan. Wird tatsächlich
Yep. Wir vergeben, wenn wir Fremdaufträge haben, versuchen wir die lokal zu vergeben. Und der das dreht, das ist ein Zerspannungs- und Drehbetrieb, der war mit mir auf der Schule. Also wir versuchen, das ist natürlich dann doppelt gut. Schraubt man das Handfest auf. Das Gewinde ist M14x1. Handfest. Und dann, wie kann ich jetzt verhindern, dass die Kanten hier blank werden? Wenn ich jetzt einfach mit einem 19er Schlüssel drauf gehe und ziehe, die 19er Schlüssel haben alle eine gewisse Überweite, damit sie Toleranzen ausbleiben können. Wir arbeiten mit dem Werkzeug, den haben wir extra zugeschliffen, der ist normalerweise breiter und auch glatt gemacht. Dann kann ich den einfach ansetzen, dann trägt er flächig und dann anziehen, fertig. Das war's. Jetzt ist der Mündungsfeuerdämpfer auch drauf. Und wenn ich das so montiere, ist der Vorteil, ich kriege es ganz einfach auch wieder auf. Er ist jetzt fest, der wird von alleine nicht aufgehen, weil ich natürlich, wenn ich gegen den Stahlring ziehe, ein ganz anderes Drehmoment zusammenkriege, als wenn ich jetzt die amerikanische Lösung nehme mit diesen Federtellern. Genau. Dann der Handschutz. Der wird jetzt von vorne aufgeschoben. Und jetzt merkst du hier, wie stramm die Rohrhaltemutter ist. Also ich habe hier richtig, jetzt lässt er sich schon fast nicht mehr bewegen. Hier sind die beiden Querbolzen, die reinkommen, die dann hier eingreifen. Jetzt schiebe ich den auf, muss richtig Kraft aufwenden, immer mehr. Jetzt ist er drauf. Jetzt schaue ich, dass er hier gerade ist. Genau, der richtet sich von selber aus. Das reicht schon. Jetzt habe ich hier die beiden Bolzen, die quer reinkommen, die auch ziemlich stramm reingehen. Also mit der Hand geht da gar nicht viel. Die muss ich leicht anschubsen. Mit Gefühl natürlich, bis sie halt am Gewinde angekommen sind. Und jetzt ziehe ich die fest. Mit dem passenden Imbusschlüssel. Eins der wenigen Sachen, die wir schrauben, ohne dass wir einen Drehmomentschlüssel nehmen. Hier sagen wir einfach, der berühmte eingebaute Drehmomentschlüssel im Finger. Recht viel mehr Kraft braucht es dann nicht, das reicht. Das ist auch fest, sowas löst sich auch nicht. Gut, jetzt ist der Upper so gut wie fertig. Jetzt machen wir noch die Visierung drauf. Haben wir hier unser Polymer-Sight. Ist ohne Werkzeug verstellbar. Du kannst es einfach hier mit der Hand drauf und runter drehen. Es ist jetzt vielleicht nicht das beste Backup-Sight am Markt, aber es ist dabei und es funktioniert. Und es funktioniert. Mhm. Was tut es? Man kann zielen. Wir schauen, dass es genau zwischen zwei Slots ist. Und dann kann ich den da reinschieben. Und auch wieder handfest anziehen. Hinten auch wieder ohne Werkzeug verstellbar, rechts, links. Und du kannst zwischen kleinen und großen Loch wechseln, ist sehr bekannt. Seit wann verbaut sind die? Das ist Modelljahr 19. Okay. Also serienmäßig Backup-Sites haben wir seit diesem Jahr. Wir haben ein paar Änderungen, also wir haben die Handguards modernisiert, wir haben Backup-Sites serienmäßig dabei und wir geben seit diesem Jahr auch 5 Jahre Garantie. Oh, okay. Die 5 Jahre Garantie sind für uns eigentlich eine sehr preiswerte Marketingmaßnahme, weil es passiert nicht viel. Die Waffen kommen eigentlich wegen Reparatur nur sehr selten zurück. Auch schon auf beiden das neue Logo drauf? Ja, natürlich. Corporate Identity. Und Corporate Design. Auch hier das Zwei-Finger-Prinzip. Die meisten Sachen kann man wirklich mit 2 Fingern zusammenbauen und es hält. Und die sind rastensauber, gehen ein bisschen stramm, dafür gehen sie nicht von selber wieder runter, wackeln nicht, so muss es sein. Ah, jetzt haben wir noch was vergessen und zwar, wir haben noch eine Verdrehsicherung, die kann man noch zeigen, die sind hier. Damit wird ausgeglichen, hier sind ja je nach Hersteller bei den Receivern manchmal die Teile unterschiedlich stark und der ist jetzt gerade drauf und um das eben auszugleichen, kann man jetzt diese Schrauben hier noch reindrehen. Die sind wirklich nur dafür da,
falls mal irgendeiner mit brutaler Kraft an dem Ding dreht, dass ich das nicht verdrehen kann. So, reicht schon. Das war's. So, jetzt gehen wir her. Wir bauen niemals etwas trocken zusammen. Mhm. Also gehen wir her. Wir haben hier Adenol W18. Das ist auch ein Waffenöl, was wir empfehlen. Wird in Leuna hergestellt, also deutsches Öl. Den Tipp habe ich von, ich sage nur seinen militärischen Spitznamen, Rosi. Okay. Ein Kommandosoldat, ein ehemaliger. Und das Öl ist speziell für Maschinenwaffen. Und das wird bei uns in der Fertigung verwendet und wir empfehlen es auch unseren Kunden. Okay, dann danke an Rosi. Rosi, danke. So, das reicht schon. Jetzt setzen wir den Verschluss zusammen. Wir haben hier den Verschlussträger mit dem Gasky oder dem Gashahn, wie wir ihn nennen, mit zwei Schrauben befestigt. Wir haben hier auch Dichtmasse drunter, das ist auch was, was nicht alle machen. Und die Schrauben werden natürlich sauber verstemmt, damit sie nie wieder aufgehen. Der Verschluss hat eine Oberflächenbeschichtung, die nennt sich Nitrokarburieren. Sehr hart, sehr glatt, sehr widerstandsfähig, guter Rostschutz, ja auch Premium, war nicht ganz billig. Ja. Wir haben so ein paar Kleinigkeiten anders gemacht. Wir haben hinten eine kleine Verstärkung drin, dadurch wird er besser geführt. Mhm. Der Verschluss hat auch hier bei den Laufbahnen eine Unterbrechung, um Schmutz Platz zu geben, wieder zu verschwinden, wenn er mal drin ist. Das sind alles Maßnahmen zur Verbesserung der Zuverlässigkeit. Dann haben wir hier den Verschlusskopf mit den Gasringen. Das sind drei Stück an der Zahl. Dann haben wir den Schlagbolzen. Dann haben wir hier den Ausstoßer und hier die Austierkralle. Montieren ist denkbar einfach. Der ist schon vormontiert, man steckt den einfach rein, zack, geht auch mit einem Finger. Wenn was nicht mit einem Finger geht, stimmt irgendwas nicht. Da muss man schauen, sollte das so aussehen. Wenn ich den jetzt einmal komplett drehe, sieht es genauso aus, aber ja, passt nur in eine Richtung rein. Dann geht das Steuerstück nicht rein. Also wenn ich den so halte in der rechten Hand und ich habe es richtig rum, dann sollte die Austierkralle von mir wegzeigen. Dann kann ich den einfach das Steuerstück reinstecken, auch wieder mit einem Finger. Und verdrehen. Kurze Drehung, zack, dann den Schlagbolzen reinstecken, mit dem Finger in der vordersten Position halten und dann den Schlagbolzen-Haltesplint, der sollte immer gerade sein und noch zwei Achsen haben, reinstecken, zack, dann ist der drin und dann läuft der. Man kann übrigens die Gasringe testen auf Verschleiß, das ist auch so ein Tipp, den ich den Leuten immer gebe, wenn ich den eingeschoben habe und ich mache so und der von selber runterfällt, dann kann man bei der nächsten Ersatzteilbestellung mal die Gasringe mitbestellen. Wollte ich gerade fragen, so schussbelastungsmäßig, wann sagst du, Reinigung vom Verschluss, wann tauschen der Ringe? Also die Gasringe halten, wenn man das Gewehr richtig behandelt, fast 10.000 Schuss. Okay. Also meistens ein Schützenleben lang, weil die meisten schießen ja nicht so viel. Die Gasringe gehen tatsächlich dadurch kaputt, dass die Kunden die ausbauen, putzen und wieder einbauen. Mhm. Beim zweiten Mal sind die kaputt, weil die sind dünner als ein Blatt Papier und das ist Quatsch. Was man auch falsch machen kann, ist, man sollte beim Zusammenbauen schauen, dass die in der Mitte sind. Weil manche gehen her, da sind sie dann ganz auf Anschlag geschoben, setzen den Verschlusskopf schief ein und hauen mit der Hand drauf und dann scheren die ab. Klar. Also man sollte die einfach so, wie ich es gemacht habe, zweimal draufdrücken, mit dem Finger reindrücken, dann ist alles gut. Mhm. Also man muss sich schon ein bisschen ungeschickt anstellen, um sie kaputt zu machen. Normalerweise halten sie lange. Genau, jetzt ist er so fertig. Auch hier wieder trockenen Zusammenbau sollte man nicht machen. Ölpunkte beim Verschluss, können wir vielleicht die Kamera nochmal draufhalten. Das ist interessant. Man sollte einen kurzen Sprühstoß da reinmachen und dann kann man das ganze Ding einmal, deswegen eignet sich so eine Flasche gesucht, einmal da rein und dann einmal zack, zack, einnebeln, einbauen. Also ein dünner Film reicht. Hm. Man muss die Waffe nicht im Öl ersäufen, ja. Man sollte ihr aber einen leichten Schmierfilm geben. Denn es ist eine Maschine, Kraft-Wärme-Maschine, erzeugt Wärme, Druck, Drall, Geschwindigkeit und das sollte man einfach nicht trocken laufen lassen. Man kann es trocken schießen, das Gewehr, haben wir auch schon probiert, aber man sieht sehr schnell die Abnutzung am Material. Reinigung ist und ja, klar, man kriegt den Dreck schlechter ab. Ja. Vor allen Dingen, es hängt sehr von der Art der Munition ab, vor allem von den Zündern. Die sind manchmal dreckiger, manchmal sauberer von der Verbrennung her. Man kriegt mit einer guten Munition und einer komplett trockenen Waffe, kann man um die 1000 Schuss machen, bevor die anfängt zu spinnen. Also, dass sie dann anfängt, Shots zu stroken und so weiter. Aber es ist nicht zu empfehlen. Es bringt keine Vorteile. Genau. So, bevor wir den Verschluss einsetzen können, brauchen wir was? Was fehlt noch? Spannschieber. Den Spannschieber. Genau. Ah, fast. Danke dir. Okay, der Spannschieber,
Ist auch aus hart eluxiertem Aluminium, ist das gleiche Material wie der Rest, nämlich 7075 T6 Aluminium. Also das gleiche Material, was in der Milspec auch drin steckt. Hier haben wir jetzt die Besonderheit, dass wir einen beidseitig bedienbaren haben. Der hat also rechts und links die Hebel dran. Das ist, wenn ich Drills mache, Weekend und so weiter, ganz gut. Den fetten wir ein. Der kriegt mit dem Pinsel eine Fettung. Das hat zwei Gründe. Das eine ist halt hart eluxiertem Aluminium, was auf hart eluxiertem Aluminium läuft, also mit einer gewissen Rautiefe. Bedient sich einfach schöner, die Oberfläche hält länger. Und das nächste ist, es ist ja ein Gasdrucklader. Es wird ja hier Gas reingeblasen. Und es wird immer, wenn sich das Ganze dann trennt, so ein bisschen Gas noch im Gehäuse übrig bleiben. Und nachdem ja das Gehäuse hinten offen ist, wo dann der Spannschieber drin steckt, kann ein bisschen was davon den Weg in deine Nase finden. Und dann sagen die Schützen immer, ah, ich habe einen Gasdrucklader. Und wenn ich da ein bisschen Fett drauf habe, ist es wie eine Dichtung. Ist einfach dichter. Mhm. Wir haben übrigens noch einen speziellen Spannschieber. Den nennen wir auch Gasblocker, der hat eine Dichtung eingebaut. Das ist, wenn man hier rüber geht, hat er hier nochmal eine Stufe drin und der ist sehr dicht. Das ist speziell bei Schalldämpferbetrieb zu empfehlen. Okay. Was man auch noch sagen muss, der hat rechts und links zwei Nasen. Deswegen kann ich den jetzt nicht einfach von hinten so reinstecken. Der bleibt dann hängen. Das ist deswegen, damit er nicht nach hinten abhauen kann. Genau, ja. Also ich komme von oben, drück leicht nach unten und mach's plopp und dann fällt er in die Aussparung rein. Dann schiebe ich ihn noch einen halben Zentimeter weiter. Und dann kann ich den Verschluss reinstecken. Dazu muss allerdings der Verschlusskopf in der äußersten Position sein. Stecke ich den hier rein, fertig. So, und dann, wieder damit es einfach schöner läuft, verpasse ich den beiden Zapfen rechts und links ein bisschen Fett. Und jetzt kann geheiratet werden. Großartig. Jetzt müssen wir nur hergehen und die beiden Zerlegebolzen rausdrücken. Sonst geht's nicht. Beim Bundesheer oder bei der Bundeswehr würde man sagen, Zerlegestift, unverlierbar. Lässt sich also nicht weiter rausschieben, als er schon ist. Super. Jetzt gehe ich her. Pack die beiden Hälften zusammen. Eine mit, damit er zu ist. Schaut gut aus. Top. Ja. Dankeschön. Wirklich cool. Gefällt dir. Großartig, vor allem führig, der geht butterweich, greift sich wirklich fantastisch an. Ja, auch Spiel Upper Lower, die Gehäusehälften wieder aufeinander abgestimmt sind. Toll. Auch super interessant für mich mal zu sehen, also so in dem habe ich es noch nie gesehen, zerlegt. Wirklich cool, da Tipps auch vom Profi, vom Meister. Immer gerne. So. Gut, Martin. Du hast vorher schon philosophiert über Gasentnahmebohrungen, über Lauflängen etc. etc. Vielleicht übergebe ich dir jetzt wieder das Wort, um noch ein paar spezifische Fragen für die Experten unter unseren Zusehern. Du meinst jetzt wegen Gasentnahmebohrungen, Position, Carbon Length, Pistol Length und so weiter. Interessantes Thema. Ja, auf jeden Fall. Zu dem Thema hätte ich vorgesehen, dass wir da wahrscheinlich ein eigenes Video machen werden. Und dann sämtliche Dinge, wo es jetzt rein ums Technische geht, dort beantworten. Natürlich wieder mit Matthias Heinig, dem Chef von Oberlen Arms. Und wir werden das Ding jetzt am Schießstand testen. Matthias, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. War wirklich ein sehr cooler Tag für euch. Wir haben wirklich viel mitnehmen können. Ich hoffe, ihr Zuseher hattet auch Spaß, ihr konntet auch viel mitnehmen. Ja, und von dem her bis zum nächsten Mal dann. Männer, war ein super Job. Danke, dass ihr da wart. Keine Aufmerksamkeit des Hauses. Boah, das ist wirklich toll, aber wir müssen ablehnen, denn wir sind nicht käuflich.